Grüße euch! Willkommen zu einer neuen Folge von Y-Barbecue. Was machen wir heute? Ich hoffe, ich kann das richtig aussprechen, da habe ich immer meine Schwierigkeiten mit. Ich will ein Schmorgericht machen namens Osobuco. Ich hoffe, das war richtig. Was ich alles dafür brauche, das steht hier schon mal. Ich hole euch einfach mal näher ran, damit ihr das besser seht. Also, hier steht jetzt alles. Ich habe hier den Stangensellerie, einmal Lauch, Tomatenmark, Zwiebeln, Olivenöl, ein bisschen zum Anbraten für die Beinscheiben nachher, Rinderfond, geschälte Tomaten. An Gewürzen habe ich hier Knoblauch, Piment, Wacholderbeeren, dann Nelken, Pfeffer und Salz natürlich, ein bisschen Rotwein zum Ablöschen und ein bisschen Mehl für die Beinscheiben. Ja, die werden so ein bisschen paniert, so in der Art. Ich fange jetzt einfach an, wie genau ich es mache, seht ihr ja alles. Zwiebeln, den Sellerie und den Lauch habe ich jetzt schon klein geschnitten, halt hier in so eine Scheiben. Knoblauch werde ich mir die Mühe sparen mit dem Schneiden, den werde ich einfach bloß quetschen. Schmeiß mal einfach mit dazu, das kommt eh alles nachher in einen Topf. Von daher brauchen wir dann nicht separieren. Einfach alles zusammen, wird eh alles zusammen angebraten. So, das sind erstmal die Schnippelarbeiten, soweit erledigt. Dann kümmern wir uns mal ums Fleisch. Da habe ich jetzt die Beinscheiben. Das sind Kalbsbeinscheiben. Damit die sich jetzt beim Anbraten nicht so stark wellen, nehme ich einfach das Messer und schneide hier im 2 cm Abstand einfach ein bisschen ein. Ihr seht, das ist ja nicht so einfach. Also die Haut, die da rum ist, die ist relativ stabil, aber es wird eh ein Schmorgericht, von daher wird die sich auflösen und verschwinden. Messer sollte scharf genug sein. So. Das mache ich jetzt mit allen und dann geht's weiter. Alle sind eingeschnitten. Ich nehme jetzt hier eine und bestreue die halt mit ein bisschen Mehl. Eine schöne Sauerei, ne? Von beiden Seiten natürlich. Da kann ruhig richtig drauf. Das verschwindet eh alles beim Braten. Schön auch an den Seiten. So soll es dann aussehen. Rest, selbes Prinzip. Ich habe mir jetzt hier so ein kleines Kohlenbett gemacht. Da stellen wir den Topf drauf. Lassen den erstmal Temperatur nehmen und dann braten wir das Fleisch an. Topf hat Hitze. Ein bisschen Olivenöl, also wirklich nicht viel. Maximal 2 Esslöffel. Ihr seht das, okay, hat gut Hitze. Vielleicht mal noch ein bisschen ausrichten. Und dann kommen unsere Scheiben da rein, die Beinscheiben. Die werden schön angebraten von jeder Seite, dass die halt schön braun werden. Gucken, dass das nicht anpappt. So, lassen wir die jetzt schön braun. Wenn die soweit braun sind, zeige ich euch nochmal, wie die aussehen sollen. Ich habe die schon mal gewendet, das soll mir braun genug sein. Mache ich jetzt noch von der anderen Seite, dann lege ich die zur Seite. Pfeffer und Salz kommt da noch drauf, dass das ein bisschen einwirken kann. Und dann geht es mit dem Gemüse weiter. Das Fleisch habe ich jetzt raus. Werden wir jetzt ein bisschen Tomatenmark anrösten. Ihr kennt das, Tomatenmark angeröstet, verbreitet nochmal ein Aroma. Thank you.
Zirk, das soll reichen, bevor er anbrennt. Und dann kommt das Gemüse rein. Nochmal schön umrühren. Und der Tomatenmark nicht unbedingt unten alles am Boden dann klebt. Sich schön verteilt am Gemüse. Lassen wir das jetzt ein bisschen anrösten. Während das Gemüse jetzt so vor sich hin schmorgelt, werde ich gleich ein bisschen salzen und pfeffern. Machen wir von jeder Seite. Dann kann das hier ein bisschen liegen. Ein bisschen ziehen. Und wenn das Gemüse soweit weich ist, dann geht es weiter am Topf. Also das Anbraten vom Gemüse hat jetzt 10 Minuten, Viertelstunde gedauert. Ich werde da jetzt ein bisschen Rotwein reinmachen, um das Ganze ein bisschen abzulöschen und noch ein bisschen köcheln lassen. Bei der Größe vom Topf und der Menge vom Gemüse, eine halbe Flasche Rotwein, denke ich, werden wir schon brauchen. Das lassen wir noch ein bisschen köcheln und dann geht's weiter. Ihr seht das hier, es köchelt leicht. Also der Wein ist so gut wie verkocht. Ich habe jetzt hier einen Rinderbouillon. Der kommt rein. Dann habe ich hier die Dose mit den Tomaten. Leerkratzen. Das könnt ihr noch ein bisschen kochen lassen. Die Tomaten, ihr könnt wieder gehackte nehmen, gleich fertig, aber das spielt, glaube ich, weniger die Rolle, weil das wird alles zerkochen. Von daher wird alles gut. Das lasse ich jetzt heiß werden, damit es anfängt zu köcheln. Und dann ist es soweit, dass unser Fleisch wieder reinkommt. Es köchelt also jetzt hier ein bisschen in der Mitte. Es ist also Zeit für die zusätzlichen Gewürze. Also zwei Nelken. Ich hau das einfach mit rein. Ihr könnt das natürlich gerne in so einen Gewürzbeutel machen oder in ein Tee-Ei, wie auch immer. Dann sollen 10 Pimentkörner dran. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 5 Wacholderbeeren. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann habe ich hier noch ein paar Pfefferkörner. Könnt ihr je nach Geschmack machen. Ist jetzt jedem selbst überlassen. Das schön unterrühren. Ich werde das nochmal kosten. Ob da noch ein bisschen Salz ran muss. Da machen wir auf jeden Fall noch Salz dran. Vergesst aber bitte nicht, dass an dem Fleisch auch noch Salz dran ist, also macht nicht zu viel ran. So können wir das lassen. Und dann kommt unser Fleisch rein. Fleisch machen wir hier schön rein. Das schön in der Soße drin ist. Bisschen rumsauen dabei, wir sind ja draußen. So, die Beinscheiben sollten schön bedeckt sein, damit das halt wirklich alles schön schmort. So sieht es dann aus. Deckel drauf. Abwarten. Also ihr seht, ich habe jetzt noch ein paar Kohlen oben drauf verteilt, also mit Ober- und Unterhitze werden wir da jetzt arbeiten.
Die Liste von den Temperaturen habe ich halt bei dem Konkurrenten Petromax geschaut. Big Barbecue, weiß ich nicht, ob die auch so eine Liste haben, habe ich noch nicht nachgegoogelt. Ja, also 140 Grad ungefähr sollten erreicht werden. Ich könnte es nachmessen, aber ja, es soll halt köcheln, leicht köcheln. Hallo Martin, Mensch, hallo, herzlich willkommen aus Hamburg hier eingereist im Dorf. Ich wollte euch mal vorstellen, das ist halt mein Sohn, der älteste von den dreien, die hier zur Verfügung stehen. Wunsch war, wir grillen einfach mal am Freitag. Genau. Ja, was machen wir? Machen leckeres Essen heute, lecker Lamm. Ja, das gucken wir uns an, er hat sich's gewünscht. Macht man natürlich alles gerne für die Jungs, ne? Genau. Deswegen bringen wir noch ein Bier soweit, solange wie das hier halt rumkriegt. Okay. Ja, Prostchen. Auf das gute Essen heute. Genau. Wir sehen uns wieder, wenn das soweit fertig ist. Ab und zu einfach mal reingucken und mal umrühren, damit es nicht unbedingt unten von anbrennt. Und wir machen uns jetzt hier einen spaßigen Tag. Also, bis es fertig ist. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Lasst uns da mal reinschauen. Ich habe jetzt noch ein paar Kräuter in der Hand. Warte, ich wickel andersrum. Es köchelt ganz gut. Dann Deckel mal kurz zur Seite. Also so soll das halt die ganze Zeit köcheln. Das ist jetzt ja gut 2,5 Stunden halt drauf. Das Fleisch löst sich schon gut vom Knochen. Halbe Stunde wird es noch brauchen. Ich habe jetzt hier so eine Handvoll Kräuter. Die haue ich einfach mit rein. Eine halbe Stunde vor Schluss. Können die noch ein bisschen ihre Aromen abgeben. Lasse ich als Zweige, können wir dann rausfischen. Unser Bier ist alle. Das Essen scheint fertig zu sein. Ich mache mal einen Deckel auf. Es köchelt noch so vor sich hin. Oh, sieht gut aus. Wir kosten jetzt. Ich habe hier einen Teller. Ich werde einfach mal die Soße ein bisschen rausschöpfen. Ein kleines Stück Fleisch mit dabei. Das fällt vom Knochen. Ich mache auf jeden Fall noch ein paar Tellerbilder. Der Gast darf natürlich zuerst kosten. Oh, welche große Ehre, danke. Gut weich. Hat auch eine angenehme Würze. Sehr gut, sehr gut. Ich nehme einfach ein Stück Fleisch, aber heute nicht. Ich nehme nachher das ganz viel davon. Das Fleisch ist weich. Ich zeige euch das nachher bei dem Tellerbild, werdet ihr das sehen, das fällt von den Knochen ab. Ja, also es ist empfehlenswert nachzumachen. Was ich noch rangemacht habe, ist hier halt so einen halben Esslöffel Sambal Oleg, dass ein bisschen Schärfe noch rankommt. Meine Frau war der Meinung, irgendwie fehlt noch ein bisschen Bums. Wir lassen uns das hier schmecken. Wie gesagt, ein paar Tellerbilder gibt es hinten her. Und schreibt mir einen Kommentar. Abonniert meinen Kanal, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Okay. Ich habe jetzt hier mal so einen Teller. Meine Frau hat einen Reis dazu gemacht. Das ist lecker. Das Fleisch ist extrem weich. Ich zeige euch das mal. Das verfällt förmlich. Also es ist ja schon alles gesagt im Prinzip. Macht das einfach mal nach, das ist echt eine coole Geschichte. Das macht sich von selbst, das muss halt ja 3 Stunden köcheln. Das fällt vom Knochen ab, die Knochen liegen halt in dem Dutch-Ofen jetzt da so rum. Also, wie vorhin schon erwähnt, macht's nach.